In Krisen ist vor allem die Regierung gefragt. Die Opposition hat es schwer, mit ihren Botschaften durchzudringen. Eine Partei leidet aber besonders unter dem Aufmerksamkeitsdefizit, die FDP. Alles hat sie probiert während der Corona-Krise, staatstragend auf Merkel-Linie, dann knallhart dagegen. Gebracht hat's wenig. Darüber sprechen wir jetzt mit dem FDP-Partei- und Fraktionschef. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Sommerinterview. Herzlich willkommen, Christian Lindner. Hallo, Frau Hassel. Herr Lindner, der Corona-Stillstand ist ja auch so ein Moment des Innehaltens. Worüber haben Sie in der Zeit besonders nachgedacht? Wir haben alle doch Sorgen gehabt wegen Familienmitgliedern. Und ich habe sehr viel Kontakt gehabt mit Menschen, die um ihre eigene wirtschaftliche Existenz gefürchtet haben und auch unverändert fürchten. Und das hat mich beschäftigt während dieser Zeit. Gibt es Dinge, die Sie ganz persönlich in Ihrem Leben verändern wollen? Ich glaube, wir haben einen anderen Blick auf Reisen. Mhm. Und auf der anderen Seite auch erlebt, wie wichtig der mitmenschliche Kontakt ist. Ich habe auch die vielen Videokonferenzen gemacht. Mhm. Aber das ist nicht dasselbe wie ein Gespräch unter Menschen, wo man auch ganz andere Signale und Botschaften wahrnimmt, als nur vor einem Bildschirm zu sitzen. Und so wie wir jetzt beispielsweise in unserer Parlamentsfraktion und in der Partei stärker auf diese Online-Formate einerseits setzen, hat andererseits die persönliche Diskussion, der persönliche Austausch eine neue Bedeutung gewonnen. Herr Lindner, Corona ist ja auch ein Test dafür, wie sich Politiker in einer Krise bewähren. Sie haben die Einschränkungen durch Corona einmal als Freiheitsberaubung bezeichnet. Die große Mehrheit der Deutschen findet aber nach wie vor, dass das wichtig und richtig ist. Haben Sie da den falschen Nerv getroffen? Wir haben ja die kontrollierte Situation, das Runterfahren des Landes mitgetragen als Teil der staatlichen Verantwortungsgemeinschaft, auch in unseren drei Regierungsbeteiligungen in den Ländern. Aber eine Freiheitseinschränkung muss immer hinterfragt werden. Das ist letztlich ein Auftrag des Grundgesetzes, unserer Verfassung. Und immer muss die Frage der Verhältnismäßigkeit der Mittel diskutiert werden. Das ist auch die Aufgabe der liberalen Opposition im Bundestag. Ich habe während dieser Debatten allerdings tatsächlich eines wahrgenommen, dass sehr viele Menschen gegenwärtig eher auf den schützenden Staat setzen. Der Staat, der rettet in der Wirtschaft, der Staat, der zum Gesundheitsschutz auch harte Freiheitseinschränkungen von den Menschen fordert. Man konnte merken und spüren, damit findet man gegenwärtig nicht den Applaus des Tages. Aber so erkläre ich übrigens auch die starken Umfragegewinne der CDU. Mhm. Aber dennoch ist es unsere Überzeugung und man muss Überzeugungen auch aussprechen. Aber nochmal, der Begriff Freiheitsberaubung tut ja so, als ob jemand fast eine Straftat begangen hat. Wer hat denn hier wem die Freiheit geraubt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, woher Sie dieses Zitat haben. Von ich hab's jedenfalls, ja, müssten Sie nochmal genau sagen, von wo. Mhm. Jedenfalls, ich würde von Freiheitseinschränkung sprechen. Mhm. Es sind Grundrechte eingeschränkt worden. Also zum Beispiel, wenn ein Geschäft geschlossen wird, wenn der Handel geschlossen wird, dann ist das eine Einschränkung der Berufsfreiheit zum Beispiel. Und mit solchen Freiheitseinschränkungen muss man sehr sorgfältig umgehen. Und tatsächlich bin ich mit der modifizierten Krisenstrategie, wie wir sie jetzt in Deutschland erleben, viel zufriedener als mit dem harten Lockdown. Und ich glaube, dass für zukünftige Bedrohungen dieser Art wir etwas lernen können. Mhm. Der Blick zurück ist ja, bringt ja nichts. Muss man nach vorne schauen. Und ich glaube, Hygiene- und Abstandsregeln im Alltag, die Nutzung etwa dieser Corona-App und regional das Infektionsgeschehen differenziert zu betrachten, also wenn es irgendwo einen Ausbruch gibt, auch harte Freiheitseinschränkungen, aber nicht für das ganze Land, das ist eine Krisenstrategie, die ich für richtig halte, die ist auch verhältnismäßig. Und aus der kann man lernen für zukünftige Ereignisse dieser Art. Wenn wir über Lehren sprechen aus dieser Pandemie, dann ist eine ja, dass wir ein starkes Gesundheitssystem brauchen. Muss Gesundheit Profit bringen? Wir haben ein starkes Gesundheitssystem. Und Gesundheit muss nicht Profit bringen. Aber es ist schon sinnvoll, dass man mit knappen, kostbaren Ressourcen wirtschaftlich vernünftig umgeht. Das ist aber nicht das, was Ihre Frage andeutet. Nee, ich wollte ganz konkret noch mal nachfragen. Also sind Kliniken so wichtige Säulen der Daseinsvorsorge? Zum Beispiel, dass Fallpauschalen für einen Christian Lindner ab jetzt auf den Index gehören müssten?
Ehrlich gesagt muss ich die Frage, die so fachlich ist, an unsere Gesundheitsexperten abgeben. Für mich ist nur eins klar. Wir brauchen und haben ein leistungsfähiges Gesundheitssystem. Das hat sich im internationalen Vergleich ja nun wirklich sehr gut geschlagen. In Großbritannien haben wir ein stark staatlich gelenktes System. Das ist weniger gut. In Deutschland ist das Gesundheitssystem geprägt durch freiberuflich tätige Medizinerinnen und Mediziner. Wir haben eine sehr stark regionale Versorgung. Mhm. Wir haben durchaus auch ein Stück Dezentralität und Wettbewerb, beispielsweise zwischen unterschiedlichen Krankenkassen. Und ich finde, Corona hat gezeigt, dass im Prinzip unser Gesundheitssystem sehr stark ist. Jetzt sieht aber eine Frau, die in der Pflege arbeitet, das etwas anders und hat auch eine Forderung an Sie. Hören wir mal rein an Kirsten Rautenstrauch vom Hamburger Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus. Ich erwarte von der FDP, dass die Gesundheitspolitik so ausgerichtet wird, dass sie am Bedarf des Menschen gemessen wird und nicht an Kosten in der Gesundheitsversorgung und dass so viel Personal zur Verfügung gestellt wird, dass das Personal in die Arbeit schaffen kann, und dabei gesund bleibt und bis zur Rente arbeiten kann. Was antworten Sie, Frau Rautenstrauch? Ich finde, sie hat recht mit dem, was sie sagt. Der Mensch steht im Zentrum, sowohl als pflegebedürftiger Mensch oder als erkrankter Mensch, aber auch diejenigen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Sie hat einige Punkte angesprochen, Fragen der Qualität und der Standards, die sind richtig. Ich würde noch ergänzen, dass wir auch durch neue Technologien, denken Sie an Pflegerobotik, die schwere körperliche Arbeiten durch Assistenz erleichtern können oder auch durch Digitalisierung viel Gutes bewirken können. Ja. In anderen, Moment, Sie sagen schon ja, ich finde den Punkt ja wichtig. Sie haben ja den Punkt Gesundheit angesprochen. Mhm. Beispielsweise in skandinavischen Ländern läuft die Pflegedokumentation stark digitalisiert, während bei uns das immer noch ein Papierkrieg ist. Das hat nicht nur Mängel dann in der Dokumentation zur Folge, wenn etwa Nacht- und Tagschicht sich nicht so gut abstimmen kann. Es ist auch unglaublich viel Zeit, die nicht zur Verfügung steht, damit der Mensch sich den Menschen zuwenden kann. Da können wir also viel tun. Ja, Ihre Partei früher war maßgeblich ja daran beteiligt, die Weichen für ein Gesundheitssystem unter maximalem Kostendruck zu stellen. Die FDP selber will jetzt Fehlanreize korrigieren. Was genau wollen Sie da anders machen? Also ich habe ja schon gesagt, die Gesundheitspolitik, muss ich wirklich um Verständnis bitten, Frau Hassel, das ist ein Feld, da haben wir Experten, haben wir in Schleswig-Holstein auch einen Gesundheitsminister. Deshalb kann ich Ihnen als Parteivorsitzender nur unsere strategische Linie sagen. Und die strategische Linie ist, es geht um den Menschen und Qualität für den Menschen. Und den Punkt will ich dann, wenn Sie es so ansprechen, allerdings dann doch sagen. Es geht natürlich um den wirtschaftlich vernünftigen Einsatz mit Ressourcen. Denn wir haben auch Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, etwa für die gesetzliche Krankenversicherung. Und wir sollten doch ein System so aufbauen, dass tatsächlich auch die Menschen, die Beiträge leisten müssen, nicht finanziell überfordert werden. Insofern ist es immer eine Balance. Wir brauchen auf der einen Seite die Qualitäten, aber wir müssen mit dem Geld so sorgfältig umgehen, dass die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, das sind ja auch Menschen mit einem geringeren Einkommen, nicht zu stark belastet werden. Und Details, wir sind ja ein Team in der FDP, für Details haben wir unsere Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitiker. Aber frage ich jetzt trotzdem den Parteichef auch nur kurz. Der Bundesgesundheitsminister hatte im April für die sogenannten Helden dieser Corona-Krise, die Pfleger, einen Bonus von 1.500 Euro zugesagt. Die hatten sich gefreut, jetzt bekommt diesen Pflegebonus nur die alten Pfleger. Ist das gerecht für Sie? Wenn die Politik eine solche Zusage macht, dann muss sie auch eingehalten werden. Also Sie wären konkret dafür, dass auch die Pfleger im Krankenhaus einen solchen Pflegebonus bekämen? Da muss ich passen, will mich dann im Einzelnen nicht festlegen. Aber wenn man eine solche Zusage macht, dann muss sie für alle gelten. Sie hatten es eben schon angesprochen, die FDP setzt ja generell eher auf Eigenverantwortung und weniger auf staatliche Regulierungen. Passt das denn in so eine Zeit einer solchen Krise, wo Menschen im Grunde mehr an die Hand genommen werden wollen, einen Staat haben, der sich kümmert und soziale Probleme abpuffert? Also flapsig gesagt, fährt die FDP da ein wenig gegen die Einbahnstraße im Moment? Ich verstehe Ihre Frage und sie ist auch sehr berechtigt. Tatsächlich haben wir eine ganz starke Orientierung auf den Staat bei vielen Menschen.
Wir brauchen auch einen handlungsfähigen Staat, nicht nur im eben angesprochenen Thema Gesundheit, sondern in einer solchen Krise, wenn Angebot und Nachfrage gleichzeitig ausfallen, dann muss der Staat auch ins Wirtschaftsgeschehen eingreifen und ein Sicherheitsnetz unterbeschäftigen. Also da sind Sie auch dafür, Eingreifen des Staates. Das haben wir sogar gefordert. Mhm. Also noch bevor die Große Koalition gehandelt hat, habe ich im Bundestag vorgeschlagen, wir brauchen jetzt ein Programm, ein Sicherheitsnetz für die Beschäftigung, damit eine Pandemie nicht zu einem wirtschaftlichen Absturz führt. Das ist also richtig. Aber dennoch haben Sie einen Nerv getroffen, denn wir sind eine Partei, die natürlich sehr stark auf die Selbstverantwortung setzt. Wir wollen zunächst einmal der Eigenverantwortung eine Chance geben, bevor nötigenfalls der Staat zur Hilfe gerufen wird. Und in der jetzigen Situation haben wir mit dieser unserer Grundüberzeugung keine große Konjunktur. Das ist so. Was machen Sie? Wollen Sie besser erklären? Wollen Sie die Leute zur Eigenverantwortung zwingen, überzeugen? Was machen Sie damit? Nein, wir wollen natürlich werben für unsere Überzeugung. Das ist ja auch unser Auftrag nach dem Grundgesetz. Wir wirken an der Willensbildung des Volkes mit. Sprich, wir schauen uns nicht Umfragen an und ändern dann unsere Positionen, sondern wir haben Überzeugungen aus der Sache und dann sprechen wir mit den Menschen darüber. Mhm. Und ich glaube, dass eine wachsend große Gruppe von Menschen inzwischen auch eine Besorgnis hat. Eine Besorgnis darüber, wie schnell in Deutschland Grundrechte eingeschränkt werden konnten, ohne dass es eine breite Debatte gab. Und viel stärker noch, eine Sorge hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung. Man kann nicht auf Dauer eine Volkswirtschaft unserer Größe mit Staatsverschuldung am Leben halten. Aber Herr Lindner, diese Sorge, glaube ich, weil Sie dann Sorge sehr komplexen Gedanken haben und Sie haben jetzt wirtschaftliche Entwicklung genannt als Stichwort, wo ich gerne drauf einspringen möchte. Nicht nur linke Politiker, sondern auch namhafte Wirtschaftsexperten sehen aber die Corona-Krise als Sargnagel für eine neoliberale Wirtschaftsordnung. Hören wir auch da mal rein. Die Krise hat gezeigt, dass der Neoliberalismus am Ende angekommen ist. Also, dass wir uns in der Vergangenheit zu sehr auf den Markt und private Unternehmen verlassen haben und der Staat sich zu stark zurückgezogen hat. Im Gesundheitssystem, in der Regulierung der Wirtschaft, auch in den Sozialsystemen. Und jetzt brauchen wir eine neue Balance, wo der Staat eine gute Symbiose mit der Marktwirtschaft einnimmt. Denn wir brauchen einen starken Staat, damit auch eine Marktwirtschaft funktionieren kann. Ja, das war Marcel Fratscher, Präsident des DIW. Also Corona als Sargnagel für die neoliberale Marktordnung. Was sagt eine Partei, die das eigentlich in der DNA hat? Wir haben in unserer DNA die soziale Marktwirtschaft. Mhm. Und in der sozialen Marktwirtschaft spielt der Staat eine starke Rolle als Schiedsrichter. Der Staat spielt eine Rolle dabei, die Risiken, die uns in unserer Eigenverantwortung überfordern, auch abzusichern. Aber die Bilanz der sozialen Marktwirtschaft ist anders als das Herr Fratscher, der hat ja eine eher linke Position als Ökonom, darstellt. Da sind Sie nicht einverstanden mit? Ja, mit dieser Pointierung von Herrn Fratscher nicht, weil ich die Situation im Land anders einschätze als er. Wir haben etwa ein Drittel unserer jährlichen Wirtschaftsleistung, die wir für soziale Ausgaben aufwenden. Wir haben gerade eine Rekordzahl von Sozialausgaben. Und wir haben auf der anderen Seite ein Land, wo die Menschen sozialen Aufstieg haben. Es kann noch besser werden, aber da sind die Probleme nicht in der Marktwirtschaft, sondern unser Problem beim sozialen Aufstieg, das ist die Bildungsarmut. Das ist unser öffentliches Bildungswesen, das ein Gerechtigkeitsproblem darstellt. Während die soziale Marktwirtschaft in unserem Land ein Wirtschaftswunder hervorgebracht hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Einheit ist wirtschaftlich zumindest durch soziale Marktwirtschaft möglich geworden. Und zum anderen, zuletzt, schauen wir doch mal die Beschäftigung in den letzten Jahren an. Dass wir Menschen haben in Arbeit, das ist eine Bilanz der sozialen Marktwirtschaft. Und ich verstehe, dass viele jetzt Corona nutzen wollen, um ihre lange vorher schon gehegten Vorbehalte gegen die soziale Marktwirtschaft neu zu verpacken. Aber wir möchten gerne daran festhalten. Den Gedanken von Herrn Fratscher aufzunehmen, er macht sich Sorgen um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Der Ton ist rauer geworden und wir leben in einer deutlich nervöseren Republik. Nochmal ganz das konkret, stimmt, ja. Was ist der gesellschaftliche Kitt der FDP? Das Aufstiegsversprechen in unserem Land, und das müssen wir tatsächlich erneuern. Da sehe ich auch ein großes Defizit in einem ansonsten sehr wohlhabenden Land, das so stark immer noch die Herkunft aus dem Elternhaus über den Lebensweg entscheidet. Also vom Schulabschluss bis hin zu den Berufen, die Menschen wählen. Das können wir eigentlich so nicht hinnehmen.
Und Corona hat dieses Problem noch vergrößert. In den Familien, in denen Kinder und Jugendliche zu Hause gefördert werden konnten, da hat die Schulschließung einen weniger dramatischen Einschnitt bedeutet, als in den Familien, wo dieses fördernde Klima nicht vorhanden ist. Und deshalb meine ich, und das ist eine Kritik durchaus an dem Konjunkturpaket der Großen Koalition, meine ich, sollten wir Bildung zum Mondfahrtprojekt, wenn man das mal so nennen will, dieser Gesellschaft machen. Mehr Zusammenarbeit zwischen den 16 Ländern. Diesen Bildungsföderalismus halte ich für aus der Zeit gefallen. Und auf der anderen Seite wirklich massive Investitionen in die Verbesserung der Schultoilette bis hin in die Digitalisierung, die Qualifikation der Lehrerinnen und Lehrer, Systemadministratoren, also alles das, was man braucht, okay, damit unser Bildungssystem so gut ist, dass wir uns wieder mit der Weltspitze messen können. Gut, Herr Lindner, also Bildung ist der Kitt der FDP für diese Gesellschaft. Das haben wir verstanden, und damit Chancengleichheit. Genau. Machen wir einen harten Schnitt, kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich einem, was dem Ansehen Ihrer Partei enorm geschadet hat, dem Sündenfall von Thüringen. Erwähnen wir nochmal FDP-Mann Thomas Kemmerich, der sich mit den Stimmen der AfD zum Kurzzeitministerpräsidenten hat wählen lassen. Der überlegt jetzt möglicherweise wieder anzutreten bei der nächsten Landtagswahl. Droht Ihnen neuer Ärger in Thüringen? Zunächst mal hat Thüringen eines unterstrichen. Für uns war das natürlich ein sehr schmerzhaftes Ereignis in der Tat, weil es Zweifel in die Seriosität unserer Partei geweckt hat. Aber ein Gutes hat dieser Vorfall. Wir haben klargestellt, die FDP wirkt nirgendwo mit der AfD zusammen. Mhm. Es gibt kein Zusammenwirken mit der AfD, und das muss man klarstellen. Wir haben auch keine inhaltliche Gemeinsamkeit mit der AfD. Mhm. In Thüringen war es ja eine Falle. Die FDP und die CDU sind in eine Falle der AfD gegangen, die seinerzeit ja entgegen der Absprachen plötzlich umgeschwenkt sind und den eigenen Kandidaten im Regen stehen gelassen haben. Er überlegt wieder anzutreten. Ich habe die Frage nicht vergessen. Ich muss Ihnen dazu aber sagen, als Parteivorsitzender habe ich darauf keinen Einfluss. Das sind Entscheidungen, die in den Landesverbänden getroffen werden. Aber auch da wollen wir mal eine starke FDP-Stimme zuhören. Herr Kemmerich hat sich mit der Höcke AfD zum Ministerpräsidenten in Thüringen wählen lassen. Damit hat er der FDP großen Schaden zugefügt. Und er hat unsere Wahlkämpfe in Bayern und in Hamburg damit zerstört. Und ich kann nur hoffen, dass er diesmal Rücksicht auf die FDP nimmt und sich nicht zur Kandidatur entschließt und sich einrollt. Das war Frau Strack-Zimmermann, die verteidigungspolitische Sprecherin. Aber was machen Sie, Herr Lindner, wenn der sich nicht einrollt, wie sie gesagt hat? Empfehlen Sie dann den Kollegen in Thüringen, ihn nicht zu wählen? Wie gesagt, ich teile die Kritik am Vorgehen. Und es ist richtig, es ist meiner Partei großer Schaden entstanden. Nur in Deutschland sind die Parteien föderal aufgebaut. Die 16 Landesverbände entscheiden in eigener Verantwortung. Als Parteivorsitzender habe ich darauf keinerlei Einfluss. Sie könnten aber zum Beispiel empfehlen, nicht zu wählen. Das ist ein Mann, muss jetzt auch noch mal zu sagen, der bei der Hygienedemo, die Rechtsradikale organisiert haben, mitmarschiert ist. Ich kann Ihnen sagen, was ich tun würde. Mhm. Nämlich? Ich würde nicht als Spitzenkandidat antreten und würde mir nicht diese Belastung aus dem letzten Wahlkampf, auch diese, wie soll ich sagen, Verwechslung der politischen Positionen, eine plötzliche AfD-Nähe, die uns unterstellt ist, das würde ich mir als Spitzenkandidat in Thüringen nicht ein weiteres Mal antun. Aber ich sage nochmal, die Entscheidung wird in Thüringen getroffen. Und darauf haben wir nur die Möglichkeit, wie Frau Strack-Zimmermann das getan hat, einen Appell auszudrücken. Und ich kann sagen, was ich tun würde. Herr Lindner, Sie waren jetzt da ganz klar. Nichtsdestotrotz hat eine frühere FDP-Ikone, Gerhard Baum, gerade jetzt wieder Ihnen schwere Führungsfehler vorgeworfen und hat gesagt, die FDP sei zu sehr nach rechts gerückt. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Nein, ich habe mit ihm nicht darüber gesprochen. Herr Baum kommuniziert gerne seine Auffassungen über die Medien. Jederzeit könnte er auch mit mir persönlich sprechen. Da steht jedem Parteimitglied der Weg zum Vorsitzenden offen. Die Kritik von Herrn Baum allerdings ist nicht neu, sondern er äußert sie in dieser Form seit 1982. Das ist auch erlaubt, aber in der konkreten Situation, muss ich sagen, trifft sie nicht zu. Schauen Sie, wir haben gerade über Bildung gesprochen. Die Reform des Bildungsföderalismus ist eine Position, da würde man sagen, das ist eher links. Andererseits wollen wir Schulen haben, die auch Leistungsfreude vermitteln.
und wo wirtschaftliche Kenntnisse vermittelt werden, da könnte man sagen, das ist rechts. Also wir Herr wollen, Baum hat nicht recht. Wir wollen, ja, ich will, will die Aufzählung noch mal weitermachen, weil ich auf einen Punkt hinaus will. Wir wollen, dass Google und Amazon, diese mächtigen Giganten, stärker auch vom Staat als Schiedsrichter in den Blick genommen werden, dass die ihre Marktmacht nicht missbrauchen. Könnte man sagen, ist links. Andererseits wollen wir das Steuersystem reformieren das und die Belastung reduzieren. Da könnte man sagen, links ist rechts. Und rechts und ich will Herr sagen, links und rechts sind doch Begriffe, die meistens gar nicht mehr konkret etwas anzeigen. Dann muss man sagen, die FDP liegt im Moment hart an der Todeszone, hart bei 5%. Sie müssen um den Einzug in den Bundestag zittern, wenn jetzt gewählt würde. Und auch Ihre Zustimmungswerte haben sich halbiert seit der Bundestagswahl. Was läuft denn dann schief? Naja, Thüringen war ein starker Einschnitt und es kommt jetzt die Corona-Pandemie dazu. Wir hatten um Weihnachten herum noch Umfragen von 10% und hatten jetzt in der Tat eine harte Zeit, die auch an mir persönlich, ja, Sie haben die Zahlen genannt, nicht spurlos vorbeigegangen ist. Und jetzt geht es um Kämpfen. Jetzt geht es um harte Arbeit. Und ich glaube, dass wir in den anstehenden Diskussionen, schauen Sie, es geht um Arbeit und Wohlstand in unserem Land. Es geht um Modernisierung, Digitalisierung, Bildung. Ich glaube, dass wir in den Debatten, die jetzt bis zur Bundestagswahl kommen, durchaus gute Beiträge leisten können. Mhm. Und machen sich nicht so viel Sorgen. In der ARD-Umfrage im Januar 2017, also 9 Monate vor der Bundestagswahl, da waren wir auch bei 5, dann wurden es 10,7. Denn eins können wir haben starke Nerven und ich glaube, wir können auch mit den starken Nerven in der Sache dann Menschen von uns überzeugen. Mit starken Nerven brauchen Sie aber trotzdem ein starkes Team. Wird Linda Teuteberg, die Generalsekretärin, die im Moment und auch schon länger durchaus kritisiert wird als zu wenig eigene Akzente und farblos, wird die mit Ihnen den Wahlkampf als Generalsekretärin im Superwahljahr 21 bestreiten? Also Linda Teuteberg, das will ich zunächst mal sagen, ist eine starke Persönlichkeit und ein starker Teil unseres Teams. Aber ansonsten bitte ich um Verständnis an Personalspekulationen, die von außen an unsere Partei herangetragen werden. Da will ich mich wirklich nicht beteiligen. Gut, aber Sie beenden sie auch nicht, was ja auch ein Statement ist. Ich habe doch gerade gesagt, ist ein starker Teil unseres Teams. Kommen wir zum Schluss noch mal auf soziale Netzwerke. Da sind Sie ziemlich aktiv, sind ganz in ganz unterschiedlichen Posts, also mal beim Italiener, mal als Hauptmann in der Reserve, jetzt zuletzt auch mal im Kuhstall, wo Sie ein Kälbchen streicheln. Was ist die Botschaft hinter diesen Posts? Das ist Teil meiner politischen Arbeit dort. Das Bild, das Sie gerade einspielen, das war ein Besuch auf einem Hof, weil ich mich in der Tat wir uns beschäftigen mit Fragen der Landwirtschaft. Das ist ein großes Feld, wo viel Modernisierungsbedarf ist. Stichwort Tierwohl, Stichwort Klimaschutz, Stichwort Biodiversität. Und ich glaube, dass man die Fragen nicht nur vom Sitzungsraum hier in Berlin besprechen kann oder im Sitzungsraum in Berlin klären kann, sondern man muss raus. Und ich mache gerne mit Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion Exkursionen ins Land. Und ja, das war jetzt eine Exkursion auf einen Bauernhof. Ich glaube, das Bild, das Sie gezeigt haben, das war aus Nordfriesland. Über Tierwohl reden wir gleich noch im Frag selbst. Aber einen Post, um jetzt bei Social Network zu bleiben, mit dem müssen Sie uns noch mal erklären. In Star Wars Anmutung, da schreiben Sie, wie ich mich sehe und wie die anderen mich sehen. Zum Ende dieses Interviews würde mich interessieren, wie sehen Sie sich denn als der, der fürs Gute kämpft und der verkannt wird? Nein, das war der internationale Star Wars Tag und das war einfach nur Humor. Aber dieses, wie ich mich sehe, da waren Sie mit dem Schwert und wie mich andere sehen, waren Sie Darth Vader. Da haben Sie sich doch was bei gedacht, außer zu lachen. Nee, es war einfach nur eine Pointe. Es ist nichts für den Psychoanalytiker. Schade, denn zum Ende hätte ich ja gerne noch gewusst, wie Sie sich sehen. Ja, das kann ich Ihnen unabhängig von dem Bild beantworten. Ja? Ich bin leidenschaftlicher Parlamentarier. Ich will gerne mit meiner Partei etwas in diesem Land verändern. Jetzt haben wir gerade eine Situation, wo wir uns aus einer schwierigen Lage wieder rausarbeiten müssen. Und deshalb sehen Sie mich einfach hochmotiviert, fürs Land und für unsere Partei eine Trendwende zu organisieren. Prima. Und jetzt machen wir alle erstmal Sommerpause und nach dem Sommer, dann geht's richtig los und in der Tat in Fahrt auf ein sehr spannendes Superwahljahr. Herzlichen Dank, Herr Lindner, dass Sie heute unser Gast im Sommerinterview waren.
Das war nämlich unser Sommerinterview mit dem FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner. Am kommenden Sonntag ist Jörg Meuthen, der Co-Parteivorsitzende der AfD, bei Oliver Kürth zu Gast. Danke für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.